Servus Leute und herzlich willkommen hier zum weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr meinem Blick bzw. dem Intro vorher schon entnehmen konntet, geht's heute wieder ins Stadion. Was schauen wir uns an? Österreich gegen Dänemark im Ernst-Happel-Stadion. Aber so geht's auf jeden Fall nicht ins Stadion. Da muss noch ein bisschen was ausgebessert werden. So sieht das Ganze doch gleich viel besser aus. Wir sind bereit fürs Länderspiel. Los geht's ins Stadion. Abfahrt. So, wir sind jetzt am Bahnsteig angelangt. Ich habe mir gerade die Aufstellung angeschaut, blende ich euch natürlich wieder ein. Und ganz ehrlich, nominell muss ich sagen, Österreich schaut nicht schlecht aus, plus Trainereffekt mit Ralf Rangnick. Das heißt, man kann sich heute schon ganz gute Chancen ausrechnen. Sascha Kalajdzic vorne, Alaba in der Innenverteidigung zurück. Ich bin sehr gespannt. Ich halte euch am Laufenden, mal schauen, wie das Ganze weitergehen wird. Mal schauen. Licht ist jetzt wieder da. Ich werde euch einblenden vorher schon die Lichter. Also es ist so ein bisschen Überbrückungsprogramm vom Stadionsprecher gemacht worden. Werdet ihr eh alles sehen. Mal schauen. Thomas und ich hoffen auf jeden Fall, dass das Spiel stattfindet. Weil ins Stadion gehen, Hunger haben und dann eine Stunde warten dafür, dass kein Spiel ist, wäre Katastrophe. Weltwunder ist, Spiel geht los, Mannschaften kommen rein. Wahnsinn. Ich habe nicht gedacht, dass noch was wird. Dänische Hymne gerade. Und es wird auf den Werbebanden auf der Seite Peace angezeigt. Auch schöne Geste auf jeden Fall. Auch vor dem Länderspiel noch einmal die Wichtigkeit rauszustreichen, dass der Krieg endlich aufhören sollte. Kuss. Halt den scheiß Fuß und er ist eh 2 Meter lang. Aber erste gute Chance für Österreich, hoffentlich geht es so weiter. Was sagst du dazu, Bro? Was sagst du dazu? Was war denn der Kopfball? Der Kopfball! Also ich habe gerade 20 Jahre mit dem Verein, also ich habe noch 20 Jahre, bis er recht ist. Das gibt es eigentlich gar nicht. Österreich spielt gar, also hat es in der letzten Zeit eigentlich gespielt. Und jedes Foul bei Österreich wird sofort abgepfiffen, alles hart genommen. Und wenn denen, die Österreicher berühren, ist nie irgendwas. Und jetzt so ein Tor. Aber egal, 2-1 war der Tipp, oder? 2-1 war der Tipp. 2-1. Geht noch. Kein Abseits. Erste Halbzeit ist vorbei. Spiel ist mittelmäßig, paar gute Chancen für Österreich, ich habe sie auf Kamera. Leider 1-0 für Dänemark, aber sitzen noch ein paar sehr, sehr gute Spiele auf der Bank. Das heißt, die Hoffnung für die zweite Halbzeit ist auf jeden Fall da, dass da noch ein paar gute Spieler reinkommen
und dann das Spiel oder das Ruder nochmal rumreißen, dass heute Österreich als Sieger vom Platz geht. Also Daumen drücken weiter auf jeden Fall. So, drei gute Wechsel zur Halbzeit, Sabitzer rein, Gregoritsch rein und dann Autowitsch rein. Ich hoffe, dass auch die Fans ein bisschen ausspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vorher gesagt habe, aber ich bin ein bisschen sehr enttäuscht von den Fans. Also gibt es nicht sehr abwechslungsreich. Mal schauen, ich hoffe, zweite Halbzeit besser mit Tor für Österreich in Abfahrt. Fünf Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, andere Körpersprache, zwei gute Chancen schon. Also wenn was möglich ist, dann so mit der Mannschaft. Aufstellung ist geil, feiere ich sehr. Dänemark wechselt auch gerade. Deswegen Daumen drücken auf jeden Fall und dann Abfahrt reinballern Österreich. Reinballern. Ich sehe mal so, rechte Verteidigung und rein. Ja? Von Gregoritsch gerade fein auf den Tormann draufgegangen. Fein draufgegangen. Das kann nicht sein. Das leere Tor trifft er nicht. Wie kann das sein? Bruder, Dänemark hat ihn gekauft. Es ist noch ein Tor gefallen, auf der falschen Seite. Bruder, sehr schönes Tor, muss man sagen. Aber unverdient und gegen den Spielverlauf. Er hat halt perfekt getroffen. Aber ich meine, Marko Nautovic kann halt zweimal auf 2-1 stehen für Österreich. Aber weiß nicht, ob die jetzt noch eins reinballern. Also mit der Leistung ist verdient ein 2-2. Aber wenn man sich das Spiel anschaut und sagt 2-2, kann man nicht zufrieden sein. Wenn sie es jetzt noch schaffen, bin ich natürlich zufrieden. Aber Österreich hätte schon eigentlich mehr verdient gehabt, als unentschieden. Beziehungsweise momentan eine Niederlage. So, zusammenfassen jetzt nochmal. Ein bisschen verschwitzt sind wir jetzt am Praterstern. Ja, die Wiener Linien haben es anscheinend so gemacht, dass jetzt die letzte U-Bahn, wo wir gerade drinnen waren, gefahren ist um 0.31 Uhr. Es sind noch ein paar Dutzend, ich würde sagen ein paar hundert Leute draußen gestanden, die jetzt vermutlich keine U-Bahn mehr bekommen haben. Also Kuss auf jeden Fall an die Stadt Wien, die die Stromversorgung nicht zur Verfügung gestellt für das Stadion und an sich nicht darum gekümmert hat, dass die Leute nach Hause kommen und sich damit gerühmt haben, dass die letzte U-Bahn 20 Minuten später fährt als normal. Mein Bruder, komm. Lass da 18.000 Leute im Stadion stundenlang warten, weil du die Stromversorgung nicht hinkriegst und dann super Leistung, dass die letzte U-Bahn eine halbe, quasi 25 Minuten später fährt als geplant und jetzt alle Leute dann, die nicht reingekommen sind, die letzte U-Bahn, das sind nämlich die Leute, haben sich reingedrängelt, das sind hingesprint, wir sind auch hingesprint, dass wir reinkommen, nicht nach Hause führen, also wirklich Props an die Stadt Wien. Aber wir wollen ja nicht mit etwas Negativem das Ganze beenden. Hier ist es mir jetzt mal ein bisschen kühl und angenehm draußen, war sehr, sehr stickig in der U-Bahn. Auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass Österreich verloren hat. Hatten gute Chancen, wenn wir jetzt das eh im Video gesehen haben. Also da hätten sie schon ruhig 3-1, 4-1 führen können, bevor das letzte Scheißtor von Dänemark gefallen ist. Aber Freitag ist die nächste Chance, das Spiel gegen Frankreich, bin ich natürlich am Start.
Da gibt es das nächste Video. Und bis dahin, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Letztens haben wir gesagt, Glocke nicht aktiviert, das neue Video nicht gesehen, deswegen Glocke aktivieren auf jeden Fall. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Servus.